Hallo, ich bin Lisa Brennauer. Ich habe über 20 Jahre lang Radsport gemacht, war unter anderem Olympiasiegerin im Bahnradsport und bin jetzt Markenbotschafterin bei Skoda. Ich habe 2001 mit Radsport begonnen und ja, in meiner ganzen Karriere war ich dreimal bei den Olympischen Spielen und habe achtmal den Weltmeistertitel gewonnen. Für mich aber ein absolutes Highlight waren natürlich die Olympischen Spiele in Tokio, wo wir mit dreimal Weltrekord da zum Olympiasieg gerast sind in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Das war schon so der Höhepunkt meiner Karriere und ja, da blicke ich heute noch gern drauf zurück. Ja, der Frauenradsport hat sich in den letzten Jahren echt enorm weiterentwickelt. Es sind große Schritte passiert, egal ob jetzt man über die Infrastruktur redet, innerhalb der Teams oder natürlich auch die Budgets sind größer geworden. Die Leistungsdichte im Fahrerfeld, es hat sich hier wahnsinnig viel getan. Ja, aber ich muss auch sagen, dass hier noch viele, viele Schritte zu gehen sind. Also es ist noch lange nicht am Ende. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind schon noch wirklich sehr, sehr groß. Aber es ist eine stetige Entwicklung und eine sehr positive Entwicklung. Und ich freue mich eigentlich auch zu sehen, was jetzt in der Zukunft so passieren wird als nächste Schritte. Nach so vielen Jahren Leistungssport war für mich auch einfach mal Zeit für was Neues. Nächster Schritt im Leben, auch mal die Dinge anpacken, die man natürlich für den Sport jahrelang ein Stück weit zurückgestellt hat. Und ja, so hat sich's für mich einfach richtig angefühlt. Ich gehe mit einem Gefühl, alles erreicht zu haben. Und es war jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Karriere zu beenden, wo mir auch der Sport noch so viel bedeutet und so viel Spaß macht.